Kunduni Schokol! Galantbil! Mutter! Otto! Bring ihn weg von hier! Okay. Werden sie Jonah doch sicherlich retten können. Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange. Was ist es? Wow. Wir haben es fast geschafft, so wie es ausschaut. Nur noch ein bisschen klettern. Glaube abseilen. Ah ja. Wir müssen aber wieder beschleunigen, so wie das ausschaut. Yep. Und wieder mal abseilen. Ja, mittlerweile habe ich es ganz gut raus. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Nach unten, oder? Oh ja. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ich sehe aber auch nicht, dass wir irgendwo anders hingehen könnten. Okay, es geht so. Ich dachte schon, sie stirbt. Was sind das da eigentlich da unten? Das leuchtet so. Ah, zum Hallen, okay. Ups. Das nehmen wir noch mit. Bevor wir da weiter schwimmen, tauchen wir mal lieber noch auf. So eine richtige Sauerstoffanzeige hat sie hier gar nicht. Das heißt, wir müssen einfach bloß hoffen, dass wir da irgendwie schon aufgeladen sind, bevor wir weitertauchen. Vielleicht lädt es auch direkt voll auf, wenn wir einmal kurz auftauchen. Das weiß ich natürlich nicht. Was bringt mir dieser Frosch eigentlich? Oh. Außer, dass ich ihn jetzt rumkicken kann. Anscheinend nichts. Ups, sorry. Tut mir leid, Frosch. Ich habe deine Kollegen dafür im Leben gelassen. Ich dachte, der bringt jetzt irgendwas. Scheint ein Tempel zu sein. Dann gehen wir mal hin zum Tempel. Aber vorher noch ins Basislager. Hoffentlich ist Onuratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Hoffentlich ist sie okay.
Auge des Adlers 2. Erhöhe die Effektivität von Wahrnehmung. Pflanzen ermöglicht das zusätzliche Aufschwimmen von Feinden und Raubtieren. 3 Fähigkeitspunkte. Was ist das hier? Schalte den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Machen wir mal das hier. Da haben wir das nämlich jetzt endlich mal abgeschlossen. Ansonsten Skillen. Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ja gut, dann lassen wir das. November 16, 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. »Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft?«, fragte er weiter. »Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere?« Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Tagebuch des T. Serrano 2. 29. November 1603. Es hat sich fast schon geräumt. Von wem sind die? Weder Maya noch Inka. Die Wahrnehmungspflanzen können wir eigentlich auch mal nehmen. In der Zukunft. Ich überlege jetzt. Es ist hoch. Aber es geht. Oh. Okay. Du willst da runterspringen, also. Ich überlege jetzt bloß gerade, wie kann ich denn die Pflanzen einsetzen? Gab es irgendwie mal so. Okay, ich komme. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss jetzt springen. Ja, ist doch gut. Lass mich mal kurz ein bisschen rumprobieren. Ich wollte eigentlich bloß gucken, wie man die Pflanzen hier einsetzt. Die Wahrnehmungspflanzen. Wow, ey, hier möchte ich ganz gerne mal Urlaub machen. Da hinten habe ich schon einen Schatz gesehen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Das wiederum ist mir nicht aufgefallen. Piranhas. Wie wunderbar. Dann gehen wir da mal noch nicht hin. Oder sind das die Viecher hier? Sind es die? Glaube ich, oder? Nee. Das sind normale Fische. Ich glaube, die Piranhas kommen nur ganz weit da unten. Vielleicht muss ich da vorher irgendwas machen. Wieder wie bei Tomb Raider 3 in den Dino ins Wasser reinschmeißen. Geheimnisse. Ja gut, so extrem gehe ich hier eh nicht nach der Karte. Ich meine gut, das war jetzt der Punkt, den ich... den habe ich gerade schon gesehen. Die Frage ist halt, wie ich da hinkomme, ohne am besten zu sterben. Wir können es ja nochmal probieren. Ich weiß ja nicht. Ah, guck mal an. Jetzt wird mir hier auch die Piranhas angezeigt. Naja, gut. Das ist ganz vorteilhaft, denn... Sobald ich weiß, wie die rumschwimmen, kann ich die nämlich einfach easy umgehen. Beobachten wir es mal. Ah ja, gut.
habe hier am... Ja, hier war's. Ein weiteres Beispiel für die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukulkan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Gekreuzigte Figur. Okay. Ich hoffe mal, ich überlebe das jetzt und ich jetzt hier einfach ganz dreist nach oben schwimme. Aber es schaut so aus, ja. Gut, die Kiste nehmen wir auch noch mit. Ja, so einfach kann das gehen. Zum Glück habe ich das gerade geskillt, weil die wurden davor nicht angezeigt. Also bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die Gegner nicht in der Form angezeigt wurden. Mit dem Spürsinn. Deswegen bin ich da mal ganz froh, dass ich das eben geskillt hatte. Nicht irgendeinen anderen Quatsch. Archivarkarte, oder? Ah ja, okay. Relikt, naja. Mhm. Gut. Da muss ich hin. Alles klar. Noch ein Schatz. Gut, und damit sollten wir es eigentlich schon erledigt haben. Oh ne, doch nicht. Das sind aber viele Schätze. Noch zwei Stück. Ich weiß nicht, ob die jetzt echt alle hier sind. Fett ist hier noch. Irgendwie was anderes. Okay. Na gut, wir gehen mal dahinter. Verfolgen wir unsere Mission weiter. Ich glaube... Naja, ich sehe jetzt hier keinen weiteren Schatz mehr, deswegen... Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht hier ist. Oder die Schätze nicht hier sind alle. Oh ja. Ich hoffe bloß, wir überleben das jetzt. Mal wieder. Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Wo kann ich das hier? Ich kann hier noch irgendwas finden. Ich weiß bloß nicht, was. Drin vielleicht? Irgendwas ist hier. Ah, hier. Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit signalisieren. Wieso Lopez? Ist irgendwie ein Zeichen vom Lopez, oder? Gut, dann holen wir uns nochmal kurz Sauerstoff. Und dann geht's schon weiter. Hoffnung, dass wir keine Piranhas begegnen.
Da kann ich auf jeden Fall hochschwimmen. Ich mach das gleich mal. Oh mein Gott. Ist das jetzt hier gewesen? Hallo? Ich schau mal nochmal dahinter. Oh mein Gott. Greift mich an. Immer doppelt überprüfen, ob die Fische einen angreifen. Ich will nichts riskieren hier. Da oben ist noch eine Kiste, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Ort war, wo ich gerade schon war. Nee. Das ist ein anderer. Ah, guck an. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chell. Was war das? Irgendwas, was hinter uns gerannt ist, auf jeden Fall. Ich meine, ich gehe zwar gerade. Ich glaube, wir müssen da gar nicht hin. Das ist, glaube ich, hier tatsächlich optional. Wir müssen, glaube ich, eher nochmal da runter schwimmen. Ah, nee, hier waren wir. Moment, musst du kurz kratzen. So. Ich glaube, hier waren wir am Anfang. Dann war das doch der Ort, den ich am Anfang gesehen habe. Lass mich nochmal kurz auftauchen. Okay. Also. Genau, ja. Hier vorne ist nämlich die Sauerstoff, der Sauerstoffbereich. Nimm nochmal kurz Sauerstoff mit. Und genau, hier ging es runter und ich glaube, ich muss dahin. Das schaut richtig aus, ja. Oh, eine Falle. Gut, dass mir das mittlerweile angezeigt wird. Das macht das Ganze schon ein bisschen einfacher. Ist ein. Wahrscheinlich kann ich das mit einem Explosionspfeil. Wenn ich nur wüsste, wie. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich hier so? Oh oh. Na? Nicht so ganz. Das war ein bisschen blöd. Ich bin mir relativ sicher, wir müssen so einen Explosionsfall reinmachen. Bloß, wie konnte ich den nochmal ausrüsten? Wenn man das nicht täglich macht, mehrmals, dann ist da echt Feierabend. Vor allem, ich schieße halt mit dem Pfeil immer so gut wie nie, deswegen. Ich weiß ja bloß, der eine Brandpfeil, den kann ich mir merken, aber den Rest irgendwie nicht. Oder lag das jetzt gerade an mir, dass ich hier nicht rankam? Nee. So geht es nicht, Leute. So geht's nicht.